und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Fame or Shame. Heute in der Special-Ausgabe Sport mit unseren beiden Profis Christian Stachelhaus und Jonathan Apelt. Endlich bekomme ich meinen Sport, was mir bei Fluffy Geld verwehrt wurde. Ja, heute wird quasi... Sportexperten. Ja, Also wenn nicht, wer sonst... Christian, ja, von uns beiden. Finde ich aber auch. Von Pete Sweet, also. Diesen Titel habt ihr verdient und wir fangen einfach mal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fame or Shame samt dem Fragenpaket Sport, was beim legendären Brain Battle nicht gespielt wurde. Da heute zwei echte Sportexperten auf den heißen Stühlen sitzen, wird das natürlich wieder eine großartige Show ohne Fails und Blamagen. Die Uhr tickt, Pfeife ist im Mund und das Spiel beginnt. Ohne Fluffy Gate hoffentlich. Kommen wir zur Frage Nummer 1. Das Thema Sport ist ein ziemlich umfangreiches, sodass euch heute vermutlich Fragen zu Fußball, Handball, Basketball, Golf, Handball. Football, Formel 1 und Co. erwarten. Was sage ich eigentlich vermutlich? Ich weiß ja ganz genau, was auf euch zukommt. Starten wir die Runde mit Kinderserien. Denn auch schon früher wurde Sport in vielen Zeichentrickfilmen verarbeitet. Captain Tsubasa hätte Ronaldo vermutlich in Grund und Boden gespielt. Experten munkeln, Messi stünde ohne ihn auch nicht dort, wo er heute wäre. Doch Tsubasa ist nicht der einzige sportliche Kindheitsheld. Welche Sportart vollführte Mila Superstar? Christian. Die kann fliegen wie die Sonne über Fujiyama, wenn die Volleyball spielt. Wenn die Volleyball spielt, das ist. Ja, ich hab's auch genau zur selben Zeit gedrückt gehabt, ey. So eine Scheiße. Ich wusste nicht, ob die Frage auf den Serientitel irgendwie die tollen Fußballstars, auf die Kickers oder Mila abzählt. Ich habe überlegt, hießen die Red Devils oder so? Ja, die roten die Teufel. Devils, die Bösen. Ja, ja. Wobei der Torwart war ja nicht der Böse. Der war ja. Der hat ja ausgeholfen. Weiß ich, wie die alle heißen. Voll der Nette. Oder? Tolle Serie. Das war absolutes Basiswissen, aber hier kann es nur noch schwieriger werden. Vielleicht kommen wir später nochmal zurück zu Mila. Wir gehen jetzt aber erstmal auf den Bolzplatz. Ihr beiden könnt also beruhigt durchatmen. Zuletzt habe ich noch die alten Bilder von Jay im Schalke-Trikot gefunden. Entzückend. Wenn ich mir die Tabelle anschaue, steht es für die Gelsenkirchener ja gerade nicht so schlecht. Immerhin sind sie Platz 6 vor Wolfsburg und nur geschlagene 10 Punkte hinter Leverkusen. Eigentlich ist das aber gerade auch absolut nicht relevant, weil ich auf etwas ganz anderes hinaus möchte. Am 3. November 1945 wurde in Nördlingen ein absoluter Superstar geboren, der in seiner Profizeit 365 Tore in der Bundesliga schoss und als Bomber der Nation gilt. Christian? Warum habe ich jetzt gedrückt? Das wird 100 pro genannt. Ich sag mal Gerd Müller. Christian sagt Gerd Müller. Das ist absolut korrekt. Als ob jetzt mal nicht! Wen meine ich? Den Bomber der Nation. Natürlich Gerd Müller, Fußballlegende. Und Christian... Was ein Lack, Alter. Hat hier den zweiten Punkt sich geholt. Das war echt Lack. Hätte auch woanders drauf hinauslaufen können, aber... Ja, Christian hat hier mit Wissen geglänzt. Damit hätten wir auch den besten Club der Bundesliga thematisiert und abgehakt. Ihr seht euch doch bestimmt bei folgendem Sport, dem Mickel einst verfallen war und vielleicht auch immer noch. Zwei Mannschaften Handball. Mit je 7 Spieler werfen sich einen Ball zu und im besten Fall auch ins gegnerische Tor. Seit 1938 werden in der Handball-Weltmeisterschaft die ausgetragen. Das erste Austragungsland war dabei Deutschland. Übrigens, wir wurden auch direkt Weltmeister. Dass das Austragungsland auch den Weltmeister stellt, sollte im Laufe der Geschichte noch häufiger vorkommen. Die erste WM interessiert uns allerdings nicht. Ich möchte lieber ein bisschen was zur WM 2019 erfahren, bei denen Frankreich und Norwegen Platz 3 und 2 belegten. Erstmals wurde eine Weltmeisterschaft in zwei Ländern ausgetragen, nämlich in Dänemark und Deutschland. Wer gewann die WM?
Ja, 50-50, Jay. Ich hab keine Ahnung. 50-50 bei Frankreich und Norwegen? Nee, die waren jetzt Zweiter und Dritter. Ich schätze, es zählt darauf. Ich weiß, dass Kroatien noch gut war. Zielte die Frage nicht darauf ab mit den Austragungsorten? Wäre das jetzt ja, nicht Dänemark oder Deutschland? Dänemark oder Deutschland? Ja, keine Ahnung. Jay hat gedrückt. Jay sagt Dänemark. Christian hat da ein bisschen mutig. Tipps gegeben. Ich brauche Punkte. Ich bin 2-0 Führung. Er respekt, wenn er richtig ist. Der hat in die 50-50 Deutschland Schale auf gar gegriffen. Keinen Fall, weil der Prokop oder Prokopf oder wie der heißt, der ist gefeuert worden, der Trainer. Ich finde, das ist die erste schwere Frage heute. Das stimmt, das ist die erste. Das ist zumindest auch die anderen beiden konnte ich auch beantworten, aber da war ich zu langsam zu drücken. Ja. Und ich würde sagen, Dänemark ist absolut richtig. Nice. Jay hat hier richtig gewusst oder geschätzt, trotz je drücken. Nachdem. Holt auf, 2-1 steht. Deutschland aktuell. Ist halt scheiße aktuell. Ja, aber waren wir nicht auch hier? Der ich Typ mit sagen, dem Oberschnäuzerbart ist ja nicht nee, auch. Nee, Rainer Brandt ist schon lange nicht mehr da. Ah. Die haben sie schon lange gefeuert. Gehen wir mal weiter Brandt? Zu Frage. Ja, ein bisschen kenne ich mich da auch aus. Ah, ne, Elmar Brandt hat die Synchro. Egal. Wen es interessiert, die nächste WM soll 2021 in Ägypten stattfinden. Falls das alles so klappt wie geplant, Handball wäre damit auch erstmal abgearbeitet. Ich habe gehört, bei Pietsmeet gibt es große Formel-1-Fans. Ich kann mit Jay als Kandidat natürlich nicht das absolute Expertenwissen abfragen. Der Junge lebt ja teilweise in dem Sport. Wer diesen Sport in frühen Zeiten auch gelebt hat, war Michael Schumacher. In seiner aktiven Zeit gewann er gefühlt jedes Rennen und war für den einen oder anderen bestimmt ein großer Kindheitsheld. Für mich zum Beispiel. Er gilt als erfolgreichster Pilot der Formel-1-Geschichte, startete seine Karriere 1991 in Belgien und beendete sie 2012 in Brasilien. Dabei fuhr er für Teams wie Jordan, Benetton, Ferrari oder auch Mercedes. Er gewann übrigens so viele WM-Titel wie das tapfere Schneiderlin-Fliegen auf einen Streich erschlug. Wie viele waren das? Ach, 7. Hersteller, ja. Jonathan. Ah, es war klar, dass die Michael Schumacher zwei Fragen Benetton, 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 Ferrari. Und 2004 waren die anderen 5 für Ferrari. 7 auf einen Streich, das ist korrekt, Jonathan. Und damit holt er den Ausgleich. Alter, 2-2. Schön, dass es hier noch einen unterschwelligen Tipp gab. Nice. Tapfere Schneiderlein. Habe ich früher gesehen. Also da gibt es noch so eine Realverfilmung von, die früher sehr häufig im Fernsehen. Ein beliebter Sport in den USA hat mit einem orangen Ball zu tun, den zwei Teams in hochhängenden Körben werfen müssen. Ich glaube auch, hier sitzen zwei absolute Vollprofis in den Stühlen. Wie hoch ein Korb hängt, will ich dieses Mal aber nicht wissen. Von einer absoluten Legende. Bist du da, Christian? Nee, ich habe das schon wieder vergessen. Das haben wir letztes Mal auch gehabt. Okay. Von einer absoluten Legende mussten wir leider Anfang des Jahres Abschied nehmen. Die Michael Rede John? Ist selbstverständlich von Kobe Bryant. 2006 erzielte er im Spiel gegen die Toronto Raptors stolze 81 Punkte und warf nur 2 von 20 Freiwürfen am Korb vorbei. 2008 gewann er gegen Spanien im Olympiafinale und führte die USA wieder an die Weltspitze der Basketballwelt. Bei den Lakers trug er seit 2006 welche Trikotnummer? Die 33. Das ist leider nicht richtig. Nee, das war... Ah, nein! Das war woanders, ja. Keine Ahnung. Alter, keine Ahnung. Jonathan! Dann haben die, glaube ich, immer aufgezeigt. Ich glaube, es war eine 14 oder so, oder die 15. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, mach weiter. Weiß ich nicht. Wir machen weiter und die keine Antwort Ahnung, die wäre ist. Gewesen 24. Ah, 24 war es, dann nicht 14. Ja, okay. Ja, komm ich, denn auf ich kann mich noch erinnern, dass sie halt immer mit 2 Fingern die auf jeden Fall gemacht haben. 2 und 4. Oder so. Ah, okay. So. Komm ich denn auf 33? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Sportart funktioniert mit deutlich kleineren Bällen, die vielfach eingedellt sind und von metallernen Stäben hart geschlagen werden. Kurz, Golf. Golf. Bis auf einen großen Namen werden die Kandidaten vermutlich keinen Golfspieler kennen. Hey, klar. Da ich sie sich eher in der Variante Minigolf herumtreiben. Allerdings bin ich ja nett und will euch vor keine unlösbare Aufgabe stellen. Daher frage ich euch heute mal Fachbegriffe ab. Die exakte Vorgabe an Schlägen auf einem Golfplatz nennt man Par. Dave. Ha! Ich habe auch gedrückt, ich war nur zu langsam. Natürlich ist die Antwort Boogie oder Bogey. Jonathan? Hat zumindest jetzt nicht Paar gesagt, das finde ich immer vortrefflich immerhin. Aber Boogie ist leider nicht richtig. Scheiße, ja, ich kann leider nicht antworten, ich weiß nicht, wie die Frage ist. Aber ich habe auch gedrückt, genau in dem gleichen Moment. Wirklich? Ja. Ja, komm, dann ist doch nicht mehr so viel. Nice. So wenig gibt's doch gar nicht. Natürlich, es gibt noch Birdie, es gibt noch Eagle. Ja, also, Double Bogey. Und ja, dann war das schon. Guck mal, Hole in One. Ja, Hole in Run, als ob Hole in Run. Ja, aber dann ist jetzt gerade nicht einfach nur 50-50. Wir haben gerade schon 4. Also, ja, nee. So nah dran, jetzt drück doch mal. Jetzt sag Christian, mal. Möchtest du drücken? Nee. Okay, Christian möchte nicht, dann lese ich zu Ende vor. Doch wie heißt es, zwei Schläge besser zu sein? Aha, Eagle. Eagle, das ist richtig, aber leider zu früh gedrückt. Kommen wir zur nächsten Frage. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Formats stänkert Jay gerade auf Twitter gegen den Ersteller dieser Fragen. Sollte man sich immer zweimal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber da ich ja ein neutraler und fairer Mensch bin, wähle ich jetzt nicht nur Fragen, die Mr. Salzkopf auf keinen Fall beantworten kann. So eine Rache wenige Wochen später wäre ja auch wirklich fies. Ein genormtes Fußballtor ist übrigens 144 cm plus 1 Meter hoch. Also wie hoch? Christian. 144 cm. Das ist absolut korrekt. 244 cm beziehungsweise 2,44 Meter. So hoch ist ein genormtes Fußballtor. Sehr gut gerechnet. Punkt für Christian. Nee, ich habe mich nur kurz gefragt, wo da jetzt die, also war unrechenbar, ne, wo die Falle ist. Ich glaube, ich weiß nicht. 4-3 steht's für Christian. Immer noch sehr alles drin. Ein bisschen Kopfrechnen hat noch keinem geschadet. Eigentlich sollten eure grauen Gehirnzellen nur noch ein bisschen mehr in Schwung gebracht werden. Apropos grau, eine ebenfalls in den USA unbekannte Sportart, wird mit einem eiförmigen Ball gespielt und stellt jedes Jahr neue Rekorde auf. Im größten Event gibt es sogar eine eigene Halftime-Show, die zuletzt sehr prominent von zwei weiblichen Superstars besungen wurde. Eine davon ist durch ihre sehr bewegliche Hüfte bekannt, die andere, Jennifer Lopez, und für die Frage absolut irrelevant. Wie nennt man im American Football ein Tor, bei dem der stehende Football über eine Torlatte geschossen wird? Was? Wie man das Tor nennt? Ich verstehe die Frage nicht. Jonathan? Field Goal. Das ist ja, Jay sagt Field Goal. Nicht? Ich glaube, das ist Field Goal. Absolut korrekt. Ja, das ist so gefragt, wie man das Tor nennt. Ja, wie nennt man wie man das Tor? Ja, genau, wie nennt man das? Wenn du nicht Touchdown machst, sondern halt ein Field Goal. Ja, den Extrapunkt. Achso, ich dachte, du meinst, wie man das Tor nennt. Nee. Also, Das heißt bestimmt auch Field Goal. Sonst können sich die Amerikaner das nicht merken. Ja. Mehr als zwei Begriffe. Und damit hat Jay ausgeglichen. So, kommen wir weiter zur nächsten Frage. Ach übrigens, die Dame neben Jennifer Lopez war wer? Oh, ich hab's gedrückt. Shakira! Das ist absolut korrekt. Das ging jetzt mal ein bisschen schneller mit der Frage.
Schnellraterunden sind immer etwas Feines. Ich würde behaupten, so langsam haben wir alle Mainstream-Sportarten auch abgehakt. Genau. War das mit Tennis? Alle. Ein paar Fragen warten aber noch auf euch. Auch wenn E-Sport immer nur noch semi als Sportart akzeptiert wird, sollte man dieses Gebiet nicht gänzlich außer Acht lassen. Einige fragen sich auch, wo ist denn der Unterschied zu Schach? Aber eine komplette Diskussion um das Thema würde jetzt den Rahmen sprengen. Da ihr aber natürlich auch absolute Taktiker seid und Schach besonders liebt, welche Figur steht bei einer normalen Aufstellung auf C1? Hey. Der Läufer. Also, ja doch, der Läufer. Okay. Also das Ding, was halt schief läuft. Ja, der Läufer ist absolut korrekt. Der Läufer ist richtig. Es gibt, glaube ich, den Turm, dann den Springer. Dann kommt der Springer. Und dann kommt der Läufer. Ja. Das ist absolut korrekt. 6-4 geht Jonathan in Führung. Na gut, eigentlich wollte ich euch ja wirklich was über E-Sports fragen, aber Sportspiele eignen sich natürlich vorrangig. Um auch Leuten ohne Videospielerfahrung das Thema näher zu bringen, FIFA und PES sind dafür prädestiniert. Große Erklärungen zu Fußballregeln kann man sich da sparen. Einem kompletten Anfänger Dota oder LOL zu erklären, wird da vermutlich schwieriger. Auch wenn es hier schon große Turniere mit noch größeren Preisgeldern gibt. Shooter wie CSGO haben da aufgrund der Darstellung größere Probleme, vermutlich genauso wie Riots neuer Shooter, der wie heißt. Jonathan. Valorant. Valorant, sagt Jonathan, und das ist absolut korrekt. Das ist absolut richtig. Und dann geht damit weiter in Führung mit 7-4. Machen wir ein Häkchen an die Kategorie Gaming und suchen uns etwas, wo sich Menschen auf die Mütze hauen. Gesucht ist jemand, dessen Spitzname Großmaul lautet. Er wurde 1965 nach Vietnam in den Militärdienst eingezogen, fand das aber dann eher nicht so cool. Daraufhin trat er in die militante Sekte Black Muslims ein und bekam seinen Namen, unter dem ihr ihn zu 100% auch heute kennt. Er ist einer der bedeutendsten Schwergewichtboxer, wurde 1999 zum Sportler des Jahres gewählt und lieferte Klassiker wie den Rumble in the Jungle gegen George Foreman oder die Kämpfe Fight of the Century und Thriller in Manila gegen Joe Frazier. Wen suchen wir? Müsste Mike Tyson sein. Das ist leider falsch. Nicht? Scheiße. Christian, möchtest du antworten? Ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ali. 99? Ja, aber der ist ja auch Sportler des Jahrhunderts in so ein Kram geworden. Keine Ahnung, also sonst mehr kenne ich auch nicht. Muhammad Ali. Christian Buzzard, ja, das wäre noch ganz cool. Christian, ja. Buzzard, Muhammad Ali, und das ist absolut korrekt und sichert sich bei dieser Frage 2 Punkte und hat da ist wieder in Schlagreichweite. Scheiße. Ah. Ich habe jetzt gedacht, Sportler des Jahres nur, nicht Sportler des Jahrhunderts. Keine Ahnung, warum ich auf Jahresdango gekommen bin. Ja, weil der Sportler des Jahres gesagt hat. Aber der ist ja auch Sport, also bei Sportler des Jahres hätte mir halt auch nichts gesagt. 99 ist Mohamed Ali noch Sportler des Jahres geworden? Habe ich des Jahres gesagt? Ja. Nein, ja. 1999 zum Sportler des Jahrhunderts wäre die richtige Ausdrucksweise gewesen, was hier steht, und ich habe mich anscheinend verlesen. Bitte. Naja. Nice. Okay, nichtsdestotrotz sind ja alle anderen Rahmenbedingungen richtig gewesen. Also da würde ich jetzt aufgrund des einen Fehlers dieser ganzen Aufzählung nicht weiter korrigieren. Das können wir dann auch so rausnehmen. Christian würde vorschlagen, das rauszunehmen. Jonathan, das finde ich jetzt nicht so tragisch, weil ich glaube, bei Sportler des Jahrhunderts wäre man auf jeden Fall darauf gekommen. Ist okay. Lass Mike Tyson ist nicht Sportler des Jahrhunderts. Nee. Christian bietet an, Punkte wegzunehmen. Jonathan sagt, okay, bleibt so. Also alles. Hat Mike Tyson gesagt. Alles bleibt, okay, wie es ist. Tut mir leid für diesen Versprecher hier. Bleiben wir doch direkt bei einer Sportart, bei der sich geschlagen und getreten wird. Allerdings ist das wohl alles nicht so echt wie
die Athleten das einem glauben machen wollen. Beim Wrestling ist schon der ein oder andere Sportler entstanden, der sich auch bis nach Hollywood mausern konnte. Bekanntestes Beispiel ist wohl The Rock, der mindestens genauso viele Filme pro Jahr dreht, wie wir Quizshows im Sortiment haben. Doch auch andere Stars ergattern sich kleine und große Rollen. Der Gesuchte tritt beispielsweise in Fast and the Furious 9 auf. Er kam auch in Bumblebee vor. Du hast ernsthaft gleichzeitig mit mir gedrückt? Oh mein Gott. Es muss John Cena sein. Wenn ihr gesagt, der Gesuchte, dann geht ja die Frage, ja, wen suchen wir. Ja, geht die auf den Namen. Also muss ja John Cena sein, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Die Filme kommt noch drauf an. Also es gibt zwei. Ich bin sehr gespannt, ob der richtig ist. Okay, Jay sagt John Cena und das ist absolut korrekt. Damit. Es geht nämlich noch weiter mit oder in der Sexpakt. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, es bei Sexpakt. Ja, aber wenn du beispielsweise jetzt Batista hättet ja auch sein können. Ja. Vielleicht klingelt es bei Suicide Squad 2. Ja, und wen suchen wir? Wer ist The Marine? John Cena. Oh, das wäre The Miz. Ja. Auch gewesen. Ja. Aber John Cena ist hier die richtige Antwort. Bald habt ihr es geschafft, so langsam befinden wir uns auf der Zielgeraden. Apropos Zielgeraden, bei ganz vielen Sportarten ist es vorgesehen, dass Sportler durch ein Ziel fahren, schwimmen, sprinten oder welche Möglichkeiten es auch sonst noch so gibt. Manche Sportarten greifen auf Gefährte zurück. Die vier Räder haben, manche haben aber auch nur zwei. Letztere sind manchmal ganz verrückt und fahren mit Fahrrädern Strecken, die der Snob im Jahr nicht mal zu Fuß zurücklegt und erhalten, je nach Leistung, unterschiedliche Trikots. Wer bei der Tour de France führt, der darf sich... Fuck. Mhm. Der darf sich welches Trikot anziehen? Das Gelbe. Der darf sich natürlich das gelbe Trikot überziehen. Welches hat denn das Bergtrikot? Ja, das weiß ich nicht. Frage. Aber ich sag, also ich hoffe, er fragt einfach, welches Trikot hat er an, dann sage ich das gelbe Trikot. Christian sagt, das gelbe Trikot, das ist leider nicht die gesuchte Antwort. Ich sag, Jay. Weiß mit roten Punkten. Was? Was ist das? Das ist das Bergtrikot, darauf geht's hinaus. Oder das Sprintwertung, das ist grün, da habe ich gefixt. Ich sag aber, weiß mit roten Punkten. Wer darf sich ein gelbes Trikot anziehen? Doch wie sieht das Trikot des Führenden in der Bergwertung aus? Ja! Weiß mit roten Punkten! Wer weiß denn, wie dieses Fit-Berg-Trikot aussieht? Ja, ein Zuschauer der Tour de France. Guck ich gerne mal. Also ich lasse das wirklich während der Aufnahmen gerne laufen. Okay, das ist sick. Wenn wir das machen. Ja, Respekt. Also Jay hat weißes hier richtig Trikot ist für die besten Nachwuchsfahrer. Jay hat hier richtig gegessen. Das ist das grüne Trikot, gib mir das auch. Das ist die Sprintwertung. Ja. Und dann gibt es noch so ein Regenbogentrikot, das hat der Weltmeister an. Der, weiß ich gar nicht, der dürfte das glaube ich überall tragen, auch in der hier Giro d'Italia oder sowas. Der Führende beim Giro ist übrigens rosa. Was ist der Giro? Ja, die Italien-Rundfahrt. Ach so. Quasi. Okay. Es gibt ja auch eine Deutschland-Rundfahrt. Wieder viel gelernt. Radsport, da sehe ich mich. Da sieht er sich. Ihr seid mit einem Fuß schon im Ziel und wir schließen jetzt den Kreis. Zu Beginn habe ich euch von Kinderserien erzählt, in denen Sportarten exzessiv gespielt wurden. Neben Volleyball und Fußball bei Mila und Tsubasa gab es beispielsweise noch die Kangaroos als Basketball spielende Kängurus. Die waren schon ganz cool. Eine Stufe darüber waren allerdings Enten. Wir haben richtig gehört, Enten. Sie wurden von Lord Dragaunus von ihrem Planeten verscheucht und lebten dann auf dem Planeten Erde. Ja, komm auf die Frage. Getarnt als Mannschaft einer beliebten Sportart. Na gut, ich lasse die Enten aus dem Sack. Die von Disney gezeichneten Federviecher bildeten eine ganz bekannte Eishockeymannschaft. Wie heißt das Team? Christian. Die Mighty Ducks. Christian sagt die Mighty Ducks und das ist absolut korrekt. Und ich war mir auch nicht sicher, ob die Eishockey oder ob Eishockey oder Mighty Ducks hören will. Damit holt Christian noch den letzten Punkt, aber Jonathan hat einfach hier mit 10-7 heute den absoluten Sportpokal für sich entschieden. Konnte jede Frage beantworten. Der Bergdoktor hat zu Recht gewonnen. Das war jede Frage beantwortet. Es gab
keine, die wir nicht beantwortet haben. Doch, oder? Also 24 beim Trikot war falsch. Ah ja, also, oh shit, stimmt. Basketball und 24, ja, okay. Das war falsch. Aber sonst habt ihr sonst alles, echt stark. Alles richtig erkannt. Also da Hut ab an euch. Glückwunsch an Jonathan. Lass dich feiern mit Champagner und Respekt deinem Pokal. Respekt an Sven, ja. Ich habe keinen Fehler bemerkt. Sehr schön. Und wenn es euch gefallen hat, hier die Fame or Shame-Ausgabe Sport aus dem Brain Battle, die nicht drangekommen ist, dann lasst doch eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschö.